Als nächstes mache ich Schlehe-Sirup. Das ist relativ einfach zu machen. Dann nehme ich jetzt 2 Kilo von meiner Schlehe. Die gieße ich mit heiß, die kommen jetzt in den Topf rein. Die gieße ich jetzt mit heißem Wasser auf. Ja, und dann lasse ich das über Nacht stehen. Dann siebe ich das Wasser ab, mache es wieder heiß, gieße wieder drüber. Das mache ich 3-4 Mal, dass ich schön alle Inhaltsstoffe von der Schlehe rausbringe. Und dann koche ich das ganze Zeug mit bei 2 Kilo Schlehe mit einem Kilo Zucker, ein bisschen Zimt, ein bisschen Nelke mit rein. Dann koche ich das nochmal 3-4 Minuten auf und dann kommt es in heiße Flasche. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Mit heißem Wasser übergießt, das ist für mich natürlich einfach, weil ich habe den Vorteil, ich habe einen Kuger. Da seht ihr jetzt, da kommt gleich das heiße Wasser aus dem Wasserhahn. Und dann lasse ich gleich schön so viel Wasser rein, dass alle Schlehen im Wasser sind. Ja, geht schon ganz schön was rein. Ein bisschen noch. Okay. Und schon ist fertig. Jetzt lasse ich die im heißen Wasser jetzt mal über Nacht. Mache ich aber das Wasser wieder aufgekocht. Und so mache ich das 2-3 Mal und dann kommt der Rest dazu. Die eingelegte Schlehe, das habe ich ja schon gesagt, die müsse 3-mal oder 4-mal müsse dieses in den Sud, wo sie eingelegt sind, der muss wieder heiß gemacht werden und müssen sie wieder übergossen werden. Also das heißt, das riecht jetzt schon wieder lecker, muss ich ganz ehrlich sagen. Guter Duft. Jetzt tun wir also erstmal wieder die Flüssigkeit raus aus den Schlehen. Ja, spitzt natürlich ein bisschen ungünstig. Okay, das reicht. So sieht die Manschare jetzt aus. So. Und dann kochen wir einfach die Flüssigkeit wieder in den Topf und kochen die nochmal richtig auf, das heißt, wir machen mal wieder schön heiß und übergießen es wieder. Machen wir das Gerät an. Jetzt kocht unsere Schlehenflüssigkeit oder Schlehensaft und jetzt tun wir eigentlich nur, machen wir erstmal aus, schütten wir einfach wieder diesen Schlehensaft, diesen heißen, über die Schlehen. Die sind zwischenzeitlich schon schön aufgeplatzt. Das ist natürlich gut, kommt natürlich alles raus. So, mehr ist es jetzt gar nicht. Und jetzt lassen wir das wieder 24 Stunden ruhen. Deckel drauf. Und morgen wird es dann nochmal aufgekocht. Und dann denke ich, können wir schon den Schlehensirup fertig machen. Um den Sirup, die Gläser steril zu machen, tue ich die immer nochmal im Backofen rein, ich mache es immer mit Dampf, aber den Vorteil, dass ich mit Dampf habe, mache 105 Grad und das 15 Minuten. So, jetzt habe ich den Schlehe-Sud sozusagen von der Schlehe getrennt, schön abtropfen lassen, einfach in ein Sieb rein. Und das war schon, das ist jetzt halt wieder Abfall, das sind die 2 Kilo Schlehen, die habe ich jetzt insgesamt, ja, 4-mal habe ich sie übergossen mit dem heißen Sud. Es hat genau ein ganzes, also 2 Kilo Schlehen, hat bei mir genau 1 Liter gegeben. Also am Ausbeute, das tun wir jetzt durch ein Haarsieb nochmal. Weil wir wollen ja in den Sirup keine groben Teile drin haben. Lassen wir das durch den Haarsirup durch. Jetzt kommen die Zutaten rein. Machen wir erstmal das Gerät gleich an, dass es warm wird. Wie immer, voll Power. Das erste bei 1 Liter, 1 Kilo Zucker. Ich nehme immer Einmachzucker. Das ist ein bisschen grober und schäumt dann nicht so. So, das ist das erste. Rühren wir mal ein bisschen um. Okay, was kommt noch rein? Eine Messerspitze Nelke.
und einen halben Löffel Zimt. Teelöffel. Das waren schon die Zutaten. Und machen wir mal gleich eine Geschmacksprobe, wie schmeckt das hier? Mmh. Super. Mmh. Es kocht schön, ihr seht, es zieht gerade Glaser schön. Jetzt muss man aufpassen, dass die ganze Geschichte nicht überläuft. Also lieber ein wenig größere Topfnummer als ein zu kleiner. Und das Ganze koche ich jetzt 4 bis 5 Minuten auf. Das war's schon. Schnell nochmal den Topf geändert, das war mir jetzt doch alles zu knapp. Bis am Rand, das soll ja richtig sprudeln, also das muss richtig kochen. Und ja, wenn der Topf natürlich zu klein ist, das ist nichts, es muss richtig sprudeln. Also habe ich einfach einen größeren Topf genommen, kein Problem. Genau so soll das kochen, voll Bauer sprudeln. Der kochende Sirup kommt jetzt in die Flasche. Wie gesagt, die Flasche vorher schön sterilisieren. Lassen wir keine Keime einbringen, weil sonst würde alles schimmeln. Und dann wäre der ganze Arbeit umsonst. Das wäre eigentlich schade. Die Gläser sind auch noch heiß. Das ist gut. Machen wir ziemlich voll, dass wir wenig Luft drin haben. Gut. Und dann verschließen wir das gleich. Schön zumachen. Jawohl, sehr schön. Das ist jetzt das Ergebnis von meinem Schlehensirup. 5 Flaschen. Da ist die ganze Energie und Kraft der Schlehen enthalten.